Ja, vielleicht gehe ich Aber einfach hier kennt ihr die. Kingdom Hearts? Natürlich. Ja, Wenn ihr das ist, was? wenn Was vom. das englische Königshaus plötzlich arbeitslos wird. Nein, Kingdom das Hearts gute 4. Kingdom Hearts. Das war also ein guter Ansatz, schöner Hast du was Ansatz. gehört von dem Release? Wie von dem Release? Von Kingdom Hearts? Ja, schon ein paar Nein. Jahrzehnte her. Nein, den dritten Teil. Cody, hast du Nee. das Holz abgebaut? Schade. Ja. Hab's nicht so auf dem Und Schirm. ich wundere mich gerade, weil hier zwei Portale Ich stehen und so irgendwo ist gerne Holz endlich drumherum. wieder spielen. Hey, ich komme jetzt aus dem einen gerade raus. Warte. Was sind meinen? Aber warst du gerade beim Loft? Ja. Weil vor dem anderen stehe ich. Da kommt gerade keiner raus. Ja. Ah, nee, ich bin beim Loft. Er ist beim Loft. Beim Bin jetzt Loft. Ach gerade. Nee, so. du bist bei dem Richtigen. Ja? Guck, guck. Ich bin verwirrt. Er ist verwirrt. Dadurch. Get Ganz confused. verwirrt. Aber hier sind doch. He is confused. Confused. Ach so, Confused. ach ja, logisch. Ja. Das andere ist ja das Ding in der Wüste. Genau. Der Ja, genau. Loft ist ja in der Ach so. Heimat-Dings Ja, quasi. genau. Richtig. Gut, dann kann ich jetzt mein Inventar ausleeren und dann mich gerade wieder auf die Reise zurück machen, weil da noch Dinge waren, die ich gerne mitgenommen hätte, wenn ich Platz gehabt hätte. Dinge. Dinge. Deswegen Warum musste ich habt ja ihr nichts jetzt gelernt? eine schnelle Netherverbindung setzen. Schau dir die Dinge an. Ähm, Ach, und da ist sogar ein Auto. es ist Auto. nicht, es ist nicht viel, aber ich habe Glowstone dabei. Glowstone. Klostein. Ab ins Würde alles Badezimmer. für dich. Denke ich auch, wenn ich Klostein. Ich habe unterwegs so viel Diamanten Glowstein. gefunden, lose in irgendwelchen Kisten, dass ich mir gerade noch eine Spitzhacke bauen konnte. Interessant aus. Oder Klaustein. Das hat mich hier gerettet. Halbes Haus hier noch mal halbes Haus. So. Ich hau dich in das Bissoir rein. Hier wird für den Henne jetzt hier einen Sattel. Und goldene Rüstung, goldene Pferderüstung, goldene Pferderüstung, eiserne Pferderüstung, Wir wollen diamantene eigentlich, dass wir eine extra Pferderüstung. Truhe für den Pferdekram brauchen. Mittlerweile ja, das ist ein bisschen. Im Nether bist du zugeschissen mit dem Zeug, ey. Ja. Ach Bei dieser Mist. riesen Netherfestung, das ist echt unnormal. In jeder Ecke steht eine Kiste und es ist diese Scheiße da drin. Das ist. Ja. Oh, hier haben wir noch Redstone. Auch das wird den Herrn erfreuen. Ich habe jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Redstone. Glowstone packe ich dir hier mal mit rein. Dafür waren meine letzten Folgen, glaube ich, ziemlich langweilig. Goldbarren. Wo war denn jetzt hier? Der Ofen. So. Da. Das Hühnchen schläft in Jojos Bett. Das finde ich nett. Nett. Das ist eigentlich Jojo. Ich schmeiß das jetzt alles hier mal in die Kiste, Also ich ob es habe da reingehört vor oder nicht, ist längerem mir mal egal. mit Jojo communicated Jojo Ma. communicated und der hatte gemeint, der hatte sich sein, der wollte sich ja einen Laptop zulegen, neuen oder was, da wo er jetzt studiert und hat das aber noch nicht getan gehabt aus finanziellen Gründen oder was auch immer. Aber das ist jetzt schon wieder, weiß nicht, wie lange es das her, dass ich mit ihm geschrieben habe. Hi. Kunde. Reib dich nicht an mir. Doch, reib dich an mir. Nein. Ich kenne mich in diesen Kisten hier einfach nicht mehr aus, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass hier gar keine Ordnung drin ist. Hat Hände gemacht, höchste Ordnung drin. Wo, worum geht's hier? Und eine Ordnung im Lager. Natürlich ist Ordnung drin. Ja, auch in diesen zwei extra Kisten, die neben der Treppe stehen. Da. Ja, das Das ist die eine Extrakiste. war eines Haushaltskrimskrams und das andere gemischt. Allerdings hat er irgendwann angefangen, jeder seinen Scheiß, den er nicht einsortieren wusste, da reinzuschmeißen. Richtig. Und jetzt räumt Henne alle Schaltjahre auf. Und da ich nicht Lagerkoli bin. Apropos Kohli, wo ist denn hier die Kohle? Hier. So. Lagerkoli mit Schreibtisch und allem. The inventory is empty again. Wir haben hier echt ein massives Diamantenproblem. Ja, kommt gleich. Massive Diamonds a Ich habe problem. hier 11 Stück. Klick. So, aber ich habe jetzt eine frisch gemachte Diamantspitzhacke. Wenn ich sie jetzt nochmal verzaubern täte, Oh Gott, ist soweit hier es viel mir möglich Pferdekram ist, drin. hält die eine Weile. Ja, ne? Ich habe auch viel mitgebracht eben. Schlimm.
Ja, ich kann nur empfehlen, Diamantspitzhacken zu verzaubern. Da kommen manchmal so tolle Sachen bei raus. Ja, ich habe leider nicht genug XP, um da wirklich was richtig Großes Wie viel rauszuhauen. braucht man? Wie viel XP? 30 oder so? Ja. Ich habe 20. Ich habe Ich hätte 12, da bestimmt kriege ich schon jetzt mehr, weil gerade hier. irgendwer hat mich ja in einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr welcher, ab und zu mal fliegen lassen. Da war plötzlich alles weg. Ja, wir hatten da so irgendwie die Phase des Massensterbens. Das war ein bisschen seltsam. War ein bisschen Haben wir uns deprimierend. alle Wobei, das gesehen, hattest die du ja Phase überlebt des sogar. Spawnpunkt-Ausbauens? Ja, ach, das Ding. Ja, das ist ja schon eine Weile her. Ja. Das jetzt mache. Naja, gut, dann ist halt wenigstens irgendwas drauf. Komm. Aber haltbar wird's dadurch jetzt auch nicht. Ja, Ich sehr schön, sehr schön. Nicht das, was ich will, aber sehr schön, sehr schön. ich habe keine XP mehr aus mir unerklärlichen Gründen. Achso, das war das mit dem Massensterben. Ja, ich erinnere mich. Und ich konnte jetzt gerade mal auf Stufe 1 verzaubern und da kam jetzt eine überragende Effizienz 1 bei raus. Wow! Ja. Damit dauert es jetzt 30 ist direkt, wenigstens ne? immer noch genauso lang. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen Zeug nochmal abbauen, damit ich wieder XP zusammenkriege. Das geht so nicht. Aber ich muss jetzt erstmal zurückkehren, meine Mission fortzusetzen. Hat Sätze gesagt und fort. Harrison Ford? Holy. Ist er denn schon da? Und ist er fort? Ja, wir haben in der Schule, in der 6. Klasse war das, glaube ich, mal Werbefilme drehen sollen in Deutsch, im Deutschunterricht, aber auf komödiantisch, also quasi reale Produkte, aber etwas verfremdet. Zum Beispiel, wir hatten uns ausgedacht, bloß Ford. Ja, wenn jemand so aus dem Auto wegrennt, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber das war so der Slogan, bloß Ford. Dann hatten sie noch Axt, quasi das Deo, nur halt so als Axtmörder ist dann Axt. jemand rumgelaufen. Das war sehr lustig. Ich habe das Sind die noch irgendwo Frauen alle vor dem Typen auf weggerannt oder VHS. wie? Das haben wir im Steilfahr gemacht, mal in Trexico, vor vielen, vielen Jahren. Ofenfrische Werbung war ein Traum. Da, damals, als da diese Werbung war mit alle Pizzas gehen hoch, geht ja gar nicht, geht ja wohl. Geht ja Haben sie wohl. gemacht, alle Pizzas kommen hoch und haben dann kollektiv aus dem Fenster gekotzt. Das war die geilste Werbung, die ich je Was? gehabt. Ich war Was? Traum, das Was? war so Was? gut. Kollektiv aus dem Fenster gekotzt. Alle Pizzas Hallo, ich kommen habe eine hoch, Idee geht für ja gar nächsten nicht, geht ja Livestream. wohl. Boah. Habt ihr Ah, das so mit richtig möchtest du alleine kotzemäßig kollektiv gemacht, aus dem so? Fenster kotzen? Das war selbstgemischte Kotze aus Essensresten, verfaulten Bananen und was weiß ich, was die da in der Küche Wow. zusammengemanscht haben. Das war so eine ekelhafte Pampe, die die da Okay, ich mach gemixt die haben. Werbung. Und die arme Oma, die in dem Moment Oh. vorbeilief, da wir dieses Zeug aus dem Fenster unten auf die Straße kippten. Oh Gott. In Mit diesem Moment, liebe arme Wirkgeräuschen. Oma, wenn du das hier hörst, es tut ihnen echt Die war echt leid. verstört. Jetzt ist er älter und vernünftig geworden. Oder er tut wenigstens so. Naja, das ist, lass mich überlegen, ein paar Jährchen her. 15. Eineinhalb. Okay, das geht. 15 ist okay. Da kann man sagen, du hast draus gelernt. Klaut dann zwar Ja. keiner, aber. Man kann es ja trotzdem mal sagen. Hier liegen lauter Einzelteile in dem Gang, die ich jetzt einsammle und damit mein Inventar voll dödel. Nutzlos. Ja, er hat Dödel Dödel gesagt. gesagt. Ja, ich wollte das sagen. Wie sie Sind sich wir immer an das? kleinen Wörtern erfreuen, Ja, ich finde das ich so hab's gleich süß. gesagt, ja. Kurze Frage. Ihr habt ja so ein Landhaus in der Nähe von dem anderen Portal, wo die Kakteen gerade stehen. Ja. Das ist ein Steindach. Was ist denn das für ein Stein? Lass mich mal überlegen, was habe ich denn da verwendet? Ich bin mir nicht mal sicher, ist das ein Steindach? Sieht sehr schick Ich aus. glaube, das sind sogar Lehmziegel. Da habe ich, glaube ich, Oh. ewig lang Lehm für gesammelt, um das Dach zusammenzupacken. Wenn ich mich recht erinnere. Na, ist aber es ist steinfarbener Stein, also grauer Stein. Es ist grau. Steinfarbener Dann Stein. ist es no das ist normale Steinziegel, einfach normalen Wie Stein macht man die? im Viererblock zwar quasi Ja, verlegt. also Cobblestone brennen halt Ja, erstmal. ich sage ja normalen Stein. Ach so, dann kann ich ja hier lange rumexperimentieren. So, jetzt ist die Frage. Ich
Müsste ich auch ewig. Stelle hier eigentlich irgendwie merken, sonst verliere ich die auch wieder. Ach du je. Was ist das denn hier? Nicht wichtig. Hier. Ich habe einen riesen Berg Notizzettel bei mir auf dem Schreibtisch liegen, habe gar keine Ahnung, was das alles ist. Das melden Sie sich umgehend oder wir töten Ihre Frau. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. Ich habe gar keine Frau. Noch. Och, und selbst wenn, ich zahle doch keine Millionen, wie lächerlich. Oh, der Typ auf der Adresse, das bin ja auch gar nicht ich. Naja, ach, wird schon nichts passiert sein. Sandbach, wie? Versteht jetzt keiner den Witz. Ach du Scheiße. Doch einer könnte es verstehen. Ich bin schon ein bisschen weg. Der gesagt hat, es versteht keiner. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe mich schon ein wenig von der Heimat entfernt. Aber nur so ein bisschen. Oh ja, das ist das Richtige. Das ist hübsch. Ja, das ist eigentlich... Das ist der Standard bei mir, was Hausbau betrifft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stacks Redstone und ein bisschen. Oh, ich nehm das bisschen. Ich nehm 10 Stacks. Ich behalte die Diamanten. Ha! Du jetzt nicht einen auf Tobi, ja? Ich hab das Ende der Welt gefunden. Ich war schon da. Ich hab eine Postkarte. Alter, was ist drauf? Los? Wir haben ihre Frau. Dann war die nicht für dich. Wo seid ihr denn gerade alle eigentlich so? Wer ist denn ich in den Sand raus? Ab. Ich bin der Mine unten in meiner einen. Ich bin bei grob geschätzt Koordinate 2000 minus 2500. Ja gut, das ist mir egal. Ich hab mich verlaufen. Ich bin völlig raus. Ich bin, ich bin am Ende der Welt. Thema, wo buddelst du Sand ab? Neben der Aida, Sandberg. Ah. Sandbergistan. Dann fahren wir doch mal. Löchen. Das ist ja auch nicht... Gott. Ich bin jetzt da drüben, aber... Ach, jetzt wird sie so schön laut in der Lore. Schön ist, wenn der Timo dabei vor sich hinflüstert, sich fürchterlich in seinen Folgen aufregt und du verstehst kein Wort und denkst dir, das wird schon nicht wichtig gewesen sein. Vor allem ist das Geniale immer, dass er sich jedes Mal über diesen Lorenthron, ja sag mal nix, ich höre dich eh nicht, mach ihn doch leiser! Nein, die Zuschauer wollen was hören. Das habe ich nie gesagt, dass die Zuschauer was hören wollen. Doch, du hast gesagt, der Ton bleibt drin. Ja, der Ton muss jetzt drin bleiben im Spiel. Warum? Da sind die Loren immer so übermäßig laut, aber mittlerweile habe ich den Ton auf 15, glaube ich, gestellt. Ich habe an meinen Toneinstellungen nichts verändert. Absolut gar 100, nichts. Oder was? Und ich habe überhaupt keinen Stress bei meiner Ausstellung. Du kannst doch nicht Minecraft schon auf 100 haben, wenn du mit Fraps aufnimmst. Ich kann alles. Ich habe an dem, also wie gesagt, am Minecraft-Ton habe ich nie was geändert. Ja, Windows-Ton was geändert. Sag's ruhig. Sag Luke ruhig. Heck, Seite von der AIDA. Aber du nimmst unsere Stimme mit Fraps auf? Ja. Das kann gar nicht sein, bei mir ist das so überlaut. Ja, aber echt, ey. Das ist bei mir so unerträglich laut dann. Macht das auch? Ja, weil ihr einfach nicht drauf habt. Daran liegt das. Ja, Timo, gut, aber 500 Abonnenten mehr. was? Nochmal? Wo bist du? Die immer die Aussage mit den Abonnenten nehmen. Das ist klar, voll brauchst von dem weißt du? Kanal, ne? Also... Du musst das mal im Verhältnis sehen. Wie viele Abonnenten habt ihr? Wie viele Aufrufe habt ihr im Monat? Nehmt da mal das Verhältnis und vergleichen wir nochmal. Also wir haben jetzt gerade die 100.000 geklackt. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Sag's einfach, sie kontrollieren es eh nicht. Im Monat! Im Monat, Bitch, please, ja? Ehrlich? Danke. So. Und die Hälfte davon sind noch von Saros. Es wäre jetzt der Moment für so eine schöne Charlie's Angels Pose. Bitch, please. Habt ihr euch den Trailer zu Pixels angeguckt? Ja. Nein. Ich glaube, das ist. Oh, Diamanten! Goli! Ich wollte den Erfolg haben. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht darum, dass du Diamanten hast. Es ging nur um den Erfolg. Ich habe eine winzig kleine Insel gefunden, mitten im Meer. Da ist nichts drauf, außer massenweise Pferde. Die Pferdeinsel. Das ist eine Pferdeinsel. Hier gibt es nur Pferde. Kendrick ist zu Hause!
Ja, oh mein Gott, du musst den Film müssen wir gucken, Jungs. Unbedingt. Ich glaube, ja, ich habe hab gelesen, worum es da geht. Klang sehr. Ist es interessant. Um, Retro, also richtig Retro, so Pac-Man, Donkey Kong und so. Komm ich mit dem Pferd jetzt durchs Meer durch? Dass die lebendig werden. Aha. Also, die Welt also in Pixelform lebendig in unsere Welt kommen die und sind aber voll Terroristen eigentlich. Also, das muss echt gut sein. Aber animiert oder was, der Film? Nee, nee. Das ist ein echter Schauspieler. Kevin James ist dabei. Und oh Adam je. Sandler. Das ist und also ein alberner Film. Ja. Also aber ein alberner Film. Wer hätte das gedacht, dass er albern ist? Es gab zwei Optionen. Entweder es ist ein asiatischer Streifen und heißt irgendwie hier Godzilla 24 gegen Pac-Man. Oder es ist ein lustiger Film und einfach komplett sinnfrei mit Adam Sandler. Tja. Ja. Ich nehme Option 5. Godzilla? Gut, dann gehe ich ans Fenster. Ich war ans Fenster. Zu spät. Idiot, wir sind zu viert in einem ganz normalen Fahrzeug. Es kann jeder ans Fenster. Tja. Was waren Timos letzte Worte in seiner Die Reise im U-Boot? Shotgun-Fenster. Tag der offenen Tür. Was denn? DJ Hänger ist ausgefallen. Verdammt, ja, ich kümmere mich drum. Er hat einfach keinen Bock mehr auf dich. Kann ich verstehen. Oh. Ja, nee, das ist, umso mehr in Muten, umso demotivierter ist er. Ja, das kenne ich. Das ist wie wenn Timo auftritt irgendwo als DJ und die Leute fangen an, ihn zu muten. Das geht! Scheiße, warum hat mir das nie einer gesagt, dass das geht? Das wäre auf jeden Fall ultra lustig. Hey, der DJ macht voll die gute Musik, höre ich nicht, habe ich gemutet. Ja, so Kopfhörerparty-mäßig. Ich weiß schon genau, wie das wird, wenn ich irgendwann mal einen Musikpack auflege im Schlagerraum und dann Henne und ich, als ob ich da noch auflege. Weil ich gerade sagen, du kannst ja gar nicht auflegen. Du machst so wie der DJ, verpasst einfach, machst so einen übelst langen Übergang für den Notfall. Das hast du richtig gemerkt, ewig lang war. Wo hinten sieht's vom Klo gerade DJ wieder kommen. Und die kommt einfach nicht durch die Menge durch. Was kam da? Who's that? Who's that? Da kommt voll das Schwachsinn und fast ein Lied. Das hat einfach für den Notfall hingeschnippelt. Besonders geil ist, wenn er nicht zu seinem Pult zurückkommt, weil die ganze Bude voll ist, weil alle zu dem permanenten abgehen wie Sau. Ja, und feiern und tanzen und ja, ja, was geil wie angeguckt und alle. Rock this shit. Es war halt echt, dass da die ganzen Leute gefeiert haben, die gerade ihr Abi haben und alles, weißt du? Hacke dicht. Nein, ich hacke dicht, hacke voll. Hacke voll durch die Nacht. Haben sie es wieder komisch angeguckt? Ja, aber echt. Warum wir die einzigen gesungen haben? Ja, aber letztens lief das Lied doch genau so, weißt du noch? Ja, aber da das letzte Mal im Mumpermann, da kam es einmal wirklich als Hacke voll. Da war es noch cool. Waren wir noch jung. Ja. Ihr seid immer noch jung. Geil ist, ich habe ja letztes Jahr die Ballermann-Hits geguckt. Ich habe auch die von vorletztem Jahr. Und wir waren am Ballermann. Und was ist? Ich habe da keins dieser Lieder gehört, bis auf 2-3 Stück. Ja. Und ich denke, was? Was ist da denn los? Wo nehmen die Lieder her? Na, die Ballermann-Hits. Ja, aber die spielen die doch gar nicht da. Na, die Extended Version Ballermann-Hits, keine Ahnung. 3 Lieder, die alle anderen sind Extended, oder was? Bonus. Ja. Also Schwachsinn für Lieder, die auf kein anderes Album passen. Nein, 52 da springen wir nicht runter. Diamanten! Übertreiber. Nein, finde ich nicht. Wer hat, der kann. Wer kann, der will. Der mich muss ja auch. Nicht. Wer muss, der geht. Der gehen will, muss leider Platz. Aber bitte rechtzeitig. So. Aschen wir hier den Berg ein bisschen. Das Lähnchen ist so leise heute. Ja, ja, aber ich sag, los. Wir müssen an dieser Stelle auch mal Lienchen danken, denn sie schafft die ganze Zeit am Schiff. Ja, sehr gut. Da hat jemand offensichtlich Angst vorm Timo. Nein, ich da hat ja jemand nicht. Offensichtlich den Timo lieb und ist noch ein bisschen zivilisiert. Danke, Lina. Ah, okay, da ist offensichtlich jemand noch naiv. Halt mal's Maul, ich hab 52 Diamanten, sonst verschenke ich die. Was ist denn Team@Seriongaming.net für eine Adresse?
Ach, das ist so eine unnütze Adresse, die keiner mehr braucht, weil es Zion Gaming gar nicht gibt. Gaming? Hey, warum hast du die jetzt? Das wurde da gerade eingeblendet. Ach so, ja, irgendjemand kümmert sich hier nicht um diese Server-Einblendung. Das ist dieser Typ, der seit gefühlt Monaten sagt, der muss mal den Text mit den Geheimprojekten ändern, aber... Ach, bestimmt dieser gut aussehende Typ, nicht so. Ach ja, dieser Schwätzer, der einfach nur labert und nichts schafft. Das genau, der Kollege von dem gut aussehenden Typen. Hä? Ja, wer jetzt? Das war Alter, ich hab hier in Birkenwald, der sieht aus, als wärt ihr schon mal hier gewesen. Kann sein. Krass, was es hier Birken gibt. Also im Umkreis von ein paar Kilometern war Henne mit Sicherheit schon. Ja. Ja. Oh, das sind wirklich einige Kilometer hier. Boah, bei mir ruckelt's gerade fürchterlich hier. Bei mir nicht, also kann es schon mal kein Erdbeben sein. Ja, vielleicht ist aber auch mein Reiztier zu blöd zum Laufen.